Tausende Flusstiere sind im Kamp im Bezirk Krems verendet. Der Starkregen vor einigen Wochen dürfte zu Einschwemmungen in den Fluss geführt haben. Die Folge ist verunreinigtes Wasser gewesen. Über 1000 Kilo Fische und andere Flusstiere wie Krebse sind verendet. Bis sich die Natur davon wieder erholt hat, kann Jahre dauern, so Wolfgang Leschnick vom Sportfischereiverein Krems. Jawohl, erster Fisch, fünfter Wurf. Danke, ich wollte mal so hängen. Ein Alter. Zeichner. Öttl number two. Hopp. Und dies wäre eigentlich in der Strömung, auf der Strömungskante oben. Schau mal. Was ist aus dem Gelos? 1 Gelos. Schau mal, dass wir neben das Gelos kommen. Ma, vor den Füßen erst. Ah, auf Wasser. Nur einer. Warum hängst du nicht? Groß. Jawohl, das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ja. Da schaut schon der Fin aus. Wenn wir nicht Landhanden. Mit der Seiche. Es gibt sie noch. Es gibt sie noch, die 40er Ötl. Einmal kurz vorbei. Aber jetzt können wir ja. Jawohl! Super Fisch! Jawohl, cooler Befleid. Man sieht schlechter im Kescher. Gemessene 42, 43, wenn ich die Schwanzflossen zusammentue, 45.
Der ist schon wieder weg. Wieder schon. Andere Richtung. Wuh. Attackieren die Kleinen. Ja, das hat jetzt sehe ich mal. Gibt's ja nicht. So viel Kleine da. Schau, wie die nachrennen. Erst lass mich in Ruhe. Also jetzt fische ich eine knappe Stunde unterhalb vom Gobelsburger Fußballplatz. Das heißt eigentlich in der Strecke, die hart betroffen war von dem Wassereintrag, dem Stickstoffhaltigen, wo so viele Fische gestorben sind. Ich habe mittlerweile 5 kleine Eulen, 15 bis 30, ein 43, 44er und ein 46er. Geht gut. Rebler, Bies, Anfasser, kann mich nicht beklagen. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, den Spot werde ich jetzt wechseln. Das 46er heute. Das kurz nachdem der Akku von der GoPro leer war, bis noch da zu viel gemacht. Da geht nichts mehr. Und rande Fisch. Und Nasen. Da sind die Nasen unter der Stauden. Oder Barben. Schwarz am Sogen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich das so gut mache. Danke. Schaut, das ist aber da ausgeschaut.
Ein knappes 20er nach längerer Durststrecke. Shot to nothing. Grüß euch! Super Tag auch für einen Spinnfischer. Um 5:30 am Wasser, Sonnenaufgang. Mit meinem Ultraleichtzeiger, wie es da am Kamp gern Fisch. Hat super geklappt. Fünfte Wurf war gleich das erste 15er Hörtel. Hat sich dann schön erhitzt. 7 Fische zwischen 15 und 30 cm. Dann hat sich noch eins angehängt mit 44. Krönender Abschluss, ein 46er. Ich kann nicht klagen. Wie dann die Sonne am Kamp gekommen ist, war es dann schon Sache. Also die Hitze macht sich jetzt schon bemerkbar. Die Fische sind träge. Sind da, aber sind träge. Man muss halt bedenken, ich stehe jetzt am Kamp, kurz unterhalb der Stö, wo der Loisbach einmündet, der uns vor 10 Tagen einen fetten Stickstoffeintrag gebracht hat. Aufgrund dieses Stickstoffeintrages sind zigtausende Fische krepiert da herinnen. Ich habe vorher noch eine Bachforelle gefunden, die noch mit den Kiemen aufgestellt hat und schon sehr weiß ist. Das ist ein Fluss, die Fische kommen, die Fische gehen, es sind Nasen unterwegs gewesen, es waren Barben da. Ist schon schön zum Anschauen. Man merkt eigentlich kaum mehr, dass da so ein Massensterben stattgefunden hat. Als alter Kampffischer, der den Bereich gut kennt, ist mir natürlich eins drastisch aufgefallen. Es sind keine Brutfische da. Normalerweise, wenn du zu dieser Zeit da unterwegs bist, gehst du in Schwärmen von Spinnen aus. Dann Brutfischerl zwischen 1 und 3 cm. Die sind weg. Die Brut fürs heurige Jahr ist ausgefallen. Und das ist ein Riesenschatz. So sehe ich das.